König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben heute eine etwas größere Runde, denn ich begrüße zu unserer Aufnahme zu Musterschüler den Jan, auch bekannt als Mikado-Elefant. Hallo. Und den, ja, Christian. Moin. Und natürlich wie immer den Jonas. Hallo. Und auch den Flo. Hi, Dela. Ja, wir wollen heute mit euch, wie schon vereinbart, mit euch über den Musterschüler reden. Den Mikado-Elefanten und Jan, den kennt ihr ja schon. Aber Christian, du bist noch nie bei uns gewesen. Und deswegen bitte ich dich, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du so bist, wie man dich eventuell kennt und so weiter. Ich podcaste ein bisschen selber. Balkonistan-Podcast. Man findet mich wahrscheinlich auf Twitter unter Balkonistan oder als 2CT. Ansonsten wisst ihr nicht, woher mich irgendwer da draußen sonst kennen sollte. Außer vom Podstock. Stimmt, vom Podstock. Der mit dem Feuer. Genau, Hendrik ist immer der Freund mit der Lütlampe, der dafür sorgt, dass ihr das Fleisch, was Jonas uns brät, überhaupt erstmal warm bekommt. Und kostenlos damit die Beine enthaart, genau. Genau, mindestens die Beine, ab und zu auch der Rest. Man tut, was man kann. Ich habe nächste Woche einen Termin. Zu viel Information, Flo. Gut, bevor das weiter abgleitet, würde ich sagen, wir fangen wirklich mit der eigentlichen Sendung an. Und ja, dazu, Flo, gib uns noch mal eine kurze zeitliche Einordnung. Ja, anlässlich eines Interviews für die Arena hat King Ende September 2011 erzählt, mit welchen Romanfiguren er sich heute am wenigsten identifizieren kann. Da waren Big Jim Rennie aus die Arena dabei, Delas Liebling Randall Flagg, Pennywise der Clown, den ich ja sehr mag, und ein gewisser Kurt Dussander. Warum sich King mit dem nicht so identifizieren kann, wird wahrscheinlich heute klar werden. Denn dieser Kurt Dussander ist ein Nazi-Kriegsverbrecher. 25 Jahre vorher hatte King eine Diskussion mit seinem jüdischen Lektor über diese Geschichte. Der war nämlich etwas unglücklich über der Musterschüler. Und es sei nicht richtig, dass man über Konzentrationslager schreibt, wenn man selbst kein Jude ist. Und King hat daraufhin erwidert, dass das Schreiben dieser Geschichte umso wichtiger sei. Schreiben sei nämlich ein Akt des gewollten Verstehens. Ob das so ganz geklappt hat, werden wir heute wahrscheinlich diskutieren. Zeitliche Einordnung wolltest du auch für die Geschichte haben. Wie ich ja letztes Mal schon erzählt habe, hat King so nach seinen Romanen immer mal so Kurzgeschichten und Novellen geschrieben. Und die hier ist nach The Shining entstanden. Und Jonas gibt uns jetzt den Inhalt. Ja, in der Musterschüler geht es hauptsächlich um zwei Personen. Die erste ist Todd Bowden. Der ist zum Start der Geschichte 13 Jahre alt und ist fasziniert von den Konzentrationslagern der Nazis. Durch Zufall entdeckt er, dass ein ehemaliger KZ-Kommandant namens Kurt Dussander, das ist die zweite Hauptperson, der lebt unter falschem Namen in der gleichen Stadt. Und zwar nennt er sich Arthur Denk. Ja, und Todd beschließt, diesen Kerl zu erpressen und verlangt von ihm, dass er ihm über die Geschehnisse im KZ alles bis ins kleinste Detail erzählt. Dem Denker, dem bleibt quasi nichts anderes übrig, als das zu tun, und trotz Faszination wächst zu einer Art Fetisch für Folter und Tod heran. Denker bekommt durch diese aufgefrischten Erinnerungen Albträume, die er dadurch loswerden kann, indem er streunende Katzen und andere Tiere in seinem Gasofen tötet. Die entsorgt er dann bei sich im Keller. Irgendwann, und es fängt auch ein bisschen an zu stinken und ist alles nicht so sonderlich appetitlich. Todd kommt dann irgendwann zu dem Schluss, dass er Denker töten muss. Der jedoch erzählt ihm, weil er sowas geahnt hat, von einem Brief, den er geschrieben hat, in dem er alles erzählt, auch von Todds Mitwisserschaft, wer er ist. Und dass dieser Brief halt nach seinem Tod an die Behörden geht.
ja, so entsteht ein Patt und die beiden sehen sich dann auch nur noch sporadisch. Beide begehen dann in den nächsten Jahren einige Morde an Obdachlosen und Denker erleidet, als er gerade sein letztes Opfer bei sich im Keller vergraben will, einen Herzinfarkt. Er ruft Todd an, der ihm helfen soll, die Leiche zu vergraben und sauber zu machen, bevor er den Notarzt ruft. Und Todd hilft ihm dann auch aus Angst vor diesem Brief, dass der an die Öffentlichkeit gerät, wenn Denker tot ist. Im Krankenhaus wird Denker dann von einem ehemaligen KZ-Insassen wiedererkannt und der wendet sich dann auch an die Behörden. Ja, ziemlich schnell danach kommt dann ein Sonderbeauftragter aus Israel zu Denker und versucht ihn zur Rede zu stellen. Und nachdem der weg ist, besorgt sich Denker einen ganzen Haufen Schlaftabletten und begeht Selbstmord. Da ja inzwischen bekannt ist, wer der Kerl ist, wird Todd auch befragt, weil es ist bekannt, dass er sehr viel Zeit bei ihm verbracht hat. Und ja, also Todd wird befragt, weiß allerdings nicht, dass die Polizei die Leichen im Keller entdeckt haben. Er merkt allerdings, dass er während seiner Aussage schon ja ein paar Lücken gelassen hat, dass alles nicht so gut ist und nimmt sich dann sein Gewehr und alle Munition, die er hat, und geht an einen Ort, von dem aus er einen guten Blick auf den Highway hat. Und hier hat er schon häufig mit einem ungeladenen Gewehr Zielübungen auf Autofahrer durchgeführt. 5 Stunden später wird er verhaftet und was in der Zwischenzeit geschehen ist, erfahren wir nicht. Und das war's auch schon. Okay, danke für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Ja, auch hier würde ich sagen, wir haben zwar hier 2 Hauptcharaktere, aber ich würde sagen, auch über die ist in dem Fall sinnvoller, wieder in der allgemeinen Besprechung zu reden, richtig? Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit Todd an. Und jetzt ist die Frage, die ich euch immer stelle. Er wird ja beschrieben, dass er am Anfang dieser Geschichte so um die 13 ist. Und da frage ich mich, ist er seines Alters gerecht oder... Ja, wie empfindet ihr ihn als in Anführungszeichen Kinder- oder jugendlichen Figur? Er ist so ein ganz normaler 13-jähriger Psychopath, wie wir alle sie kennen. Also ich weiß nicht, ob er sehr realistisch ist. Man merkt, glaube ich, schnell, dass mit dem Jungen irgendwas nicht so ganz stimmt. Das schon an seiner Faszination für die Konzentrationslager und so weiter. Ob das bei 13-Jährigen so der Fall ist, kann ich schlecht sagen. Ich war schon lang keiner mehr. Aber ja, also ich komme nicht gut in diesen Charakter rein als Erzählcharakter. Aber auch nicht in Kurtus Sander, Arthur Denker. Also eigentlich habe ich überhaupt keinen Charakter hier, dem ich vertraue, dem ich gerne folge in diese Geschichte. Ja, Todd ist ja auch erstmal angelegt als der typische amerikanische Junge aus dem Klischee, der sportlich ist, der Zeitungen austrägt und Rasen mäht, um sein Taschengeld aufzubessern. Aber dann andererseits finde ich ihn ziemlich frühreif und untypisch für einen 13-Jährigen, auch wenn er beispielsweise seine eigene Mutter als irgendwie not a bad looking chick beschreibt. Das passt jetzt nicht ganz. Okay. Ja, also von dem, mal ganz davon abgesehen, dass er mal so nebenbei einen Typen findet, nachdem diverse Behörden und israelische Dienste seit 20 Jahren vergeblich suchen. Ja, die Zufälle in der ganzen Geschichte häufen sich, glaube ich, mehr als sonst. Ja. Ja, aber die braucht man ja auch, um eine gute Geschichte erzählen zu können. Naja, mir ging es so, für mich bleibt er, also klar, es ist dieses Klischee, er ist der typische amerikanische Junge und ja eigentlich grundsätzlich erstmal eigentlich soll er ja sympathisch wirken am Anfang und keck und intelligent und was weiß ich nicht alles. Aber er bleibt für mich eben auch völlig gesichtslos, sowohl als Böser als auch in dieser Rolle als der Normalbürger, der sich versucht, da irgendwie durchzuschlagen. Er bleibt für mich vollkommen irrelevant. Also auch im Vergleich zum Beispiel zu einem Stu aus The Stand, der ja auch eigentlich nur dieses wandelnde Klischee darstellt, in das sich jeder reinversetzen soll. Selbst da hatte ich mehr Gefühl für den Menschen dahinter, der da beschrieben wird. Aber bei Todd bleibt mir da eigentlich gar kein Anhaltspunkt.
Ja, bei Stu konnte man sich auch wirklich hineinversetzen, weil er so einfach eine 0815-Figur war. Todd ist eher so ein 0815-Psychopath, um sich da rein zu versetzen. Doch. Also die Psychopathenseite, das war am ehesten noch das, wo ich ihn irgendwo nachvollziehen konnte. Weil, also, wundert mich jetzt nicht. Ja, das wundert niemanden, der diese Sendung hört, aber die Psychopathenseite, wir werden gleich auch darüber reden, warum ich das verstehen kann, gerade bei dieser Brut von Familie, die er da hat. Das konnte ich schon nachvollziehen. Hendrik, wie ging's dir dabei? Also, mir geht's auch so, hätte der Autor gesagt, das Kind ist 15 oder 16, hätte ich ihm das genauso abgekauft. Aber 13 finde ich echt übertrieben. Hm. Gesichtslos würde ich sagen, ja. Stimme ich euch völlig zu. Und meinen letzten Punkt habe ich gerade vergessen. Ist nicht schlimm. Okay, und wie im Kontrast dazu seht ihr denn Dusander? Der hat ja für mich trotzdem noch ein kleines bisschen mehr Tiefe gewonnen. Ich fand ihn natürlich nicht unbedingt sympathischer, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Aber er hatte für mich trotzdem mehr Charakter und mehr Tiefe und natürlich nachvollziehbarerweise auch mehr Dämonen, die ihn heimsuchen. Also er ist auf jeden Fall eine realistischere Figur, würde ich sagen. Gerade auch mit dem ganzen geschichtlichen Hintergrund, den King ihm gibt, der ja eigentlich ja tatsächlich real so hätte auch sein können, finde ich das schon passend. Du hast natürlich recht, er ist keine sympathische Figur, aber so einen knorzigen alten Mann mit einem dunklen Geheimnis verstehe ich besser als so einen psychopathischen 13-Jährigen. Ja, fand ich auch. Also gerade am Anfang wurde er mir fast sympathisch, weil er jetzt mal unabhängig von seiner Vorgeschichte, so ein alter Mann sich von so einem Piesblach erpressen lassen muss. Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich sag mal so, wenn du in deinem Leben so falsch abgebogen bist, dass du musst ja einigermaßen ein böses Genie sein, um so lange auf der Flucht inkognito da zu überleben. Und wenn du irgendwo so falsch abgebogen bist, dass das 13-jährige Pissblock dich findet, dann, ich will jetzt nicht von Verdienst sprechen, aber doch. Ja gut, aber ich meine, das Pissblock hat ja nicht nach ihm gesucht. Es hat ihn einfach entdeckt und zufällig wiedererkannt. Ich meine, das hätte ihm im Prinzip überall auf der Welt passieren können. Oh, guck mal, da im Bus sitzt Hitler. Genau. So ungefähr. Die Verschwörungstheoretiker hatten doch recht. Also ich fand den alten Mann am Anfang wirklich furchtbar. Ging mir übrigens auch so, aber red das mal weiter. Weil ich mit dieser Opferrolle nicht viel anfangen konnte, die er da einnimmt. Also er lässt sich da ja völlig von dem Jungen erpressen und ja, wie sagt man denn? Er besteht aus Mimimi in der genau, ersten Zeit genau das. Des Buches. Ja. Und ab dem Moment, wo das so ein bisschen umswitcht und er quasi auch ein Stück weit die Führung übernimmt, wurde er mir irgendwie doch nachvollziehbarer und sympathischer. Mhm. So das auch im Sinne von Rückbesinnung auf das, was er kann. Richtig. Genau, das ist auch so der Moment, wo man dann wirklich glaubt, dass er all diese Jahre auf der Flucht überlebt hat. Richtig, genau das. Das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, über den wir mal reden sollten. Wie gesagt, wir haben ja bei Dusander so eine Entwicklung eben von diesem Verdrängen des Ganzen, dann wieder Gefallen daran zu finden und dann letzten Endes sich wieder darauf zu besinnen, so böse es ist, aber auf das, worin er eben gut ist, so scheiße das klingt. Aber mir war persönlich diese Entwicklung, die war zwar hübsch, aber durchaus für mich vorhersehbar. Meiner Meinung nach hätte das Buch durchaus einen Witz gewonnen, wenn der böse, böse, böse SS-Mann wirklich so dieses erpressbare Opfer geblieben wäre und eben nicht in seine alte Rolle zurückgefallen wäre und entsprechend reagiert hätte. Dann hätte ich das Buch weggelegt, glaube ich. Ja, aber mit der Historie ist er eigentlich immer erpressbar, egal was passiert. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine eben diesen Punkt, dass er ja dann letzten Endes durch die Stärke, sag ich mal, gefunden hat, um eben gegenzusteuern. Ihr merkt übrigens, ich werde bei diesem Buch ständig um heißen Brei rumreden, weil
Die Thematik ist nun mal eine schwierige und du kannst das, glaube ich, nicht so formulieren. Du kannst diesen Charakter nicht positiv formulieren oder die Seiten, die an diesem Charakter gut beschrieben sind, ohne es so darzustellen, als wäre der Mensch okay. Also nehmt mir das nicht übel, ihr wisst, was ich damit sagen will. Aber diese Rückbesinnung auf seinen Stahl, das er in sich hat und das ihm geholfen hat, die Jahre zu überleben und so weiter, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber wie gesagt, es hätte mir einen interessanten Kniff im Buch gegeben, wenn das nicht stattgefunden hätte. Sondern wenn wir nur die Abwärtsspirale von Todd gesehen hätten und für ihn bleibt mehr oder weniger alles so, wie es ist. Ja, ich fand eigentlich dieses gegenseitige mit in Abgrundreißen faszinierend an der Geschichte. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, das ist ja eigentlich auch so die klassische Geschichte. Der alte Lehrer, der eigentlich genug hat, und der junge, wissbegierige Schüler, der ihn nochmal dazu bringt, in seine alte Rolle zurückzuverfallen. Nur halt das Ganze in pervers. Das finde ich schon interessant. War jetzt schön ausgedrückt. Ich war so gedanklich immer beim kleinen Arschloch und dem alten Sack. Das ist so ähnlich, ja. Wenn es nur Todd gewesen wäre, selbst dann hätte ich mir gewünscht, dass Lysander ihn ja, durch seine Worte, durch seine Erzählungen in diese Spirale bringt. Genau. Ja, dass er schon ein bisschen Macht auf den Jungen ausübt. Also so ganz in der Opferrolle hätte das Buch, glaube ich, nicht funktioniert. Mhm. Nee, ich glaube auch. Also bei Todd ist natürlich die Entwicklung interessant, wie er sich von einem komplett unschuldigen Jungen nach unten entwickelt. Lysander hat das alles schon hinter sich. Aber diese Parallelität muss schon sein. Ist auch, wenn bei Romeo und Julia am Ende nur einer von beiden tot ist, funktioniert das auch nicht so wirklich. Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, wo wir anhaben sollten. Wie habt ihr das denn interpretiert? Also, du sagtest gerade, dieser am Anfang doch relativ unschuldige Junge, der dann immer weiter in die Spirale rutscht, das sehe ich halt komplett anders. Also, der hat für mich... Gut, das ist vielleicht auch eine Wahrnehmungssache, aber er hat für mich schon die kompletten Anlagen für alle, in Anführungsstrichen, bösen Dinge, die er dann tut und die er denkt und für die er sich interessiert, schon von Anfang an in sich. Weil als 13-Jähriger überhaupt den Schneid zu haben, da hinzugehen und jemanden zu erpressen und auch dieses perverse Interesse an diesen Dingen, der war nicht unschuldig, schon zu der Zeit nicht. Nö, der nutzt den alten Mann nur als Katalysator. Richtig. Ja, wobei, am Anfang, ich weiß nicht, ich habe das auf Deutsch oder auf Englisch gelesen, im Englischen hat er am Anfang, selbst wenn er mental flucht, hat er so relativ harmlose Wörter. Da sagt er Bullspit anstatt Bullshit. Und später ist dann teilweise jedes zweite Wort fucking. Also am Anfang würde ich ihm die Unschuld schon ein bisschen abnehmen, trotz dieser morbiden Faszination. Ich verstehe deinen Punkt, aber da widerspreche ich dir. Weil für mich ist er ein bis zu einem gewissen Punkt sehr gut trainierter, sehr gut konditionierter Hund. Er ist eben genau das, ein Musterschüler. Er ist derjenige, der unter diesem Druck der Gesellschaft immer versucht, der Gute zu sein, der Bessere zu sein, seine tollen Noten zu schreiben, seinen Eltern nicht zur Last zu fallen und die stolz zu machen. Er ist derjenige, der eben nicht flucht, sondern den alten Leuten was vorliest und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, dass er gut ist. Er ist einfach so gut konditioniert, dass er eben sich selber auch zensiert, geistig, zum Beispiel beim Fluchen, eben um überhaupt diese Rolle aufrechterhalten zu können im normalen Leben als Psychopath. Aber dann, das würde ja heißen, er hat mit dem Psychopath-Sein schon viel früher angefangen. Ja, sehe ich so. Das mag sein, aber solange er noch nichts getan hat, würde ich jetzt auch nicht von Schuld sprechen. Und dem ohne Tat keine Schuld, würde ich sagen. In dem Sinne würde ich ihn schon als natürlich, unschuldig also bezeichnen. Unschuld im Sinne von dieses esoterische Konzept der Unschuld des unschuldigen Kindes. Nicht im Sinne von einer Straftat, ja. Ja, aber selbst wenn man solche Fantasien mal entwickelt, die Folgen sind da jetzt nicht zwingend. Das muss man ja auch wollen. Das ist richtig, ja. Ich denke, es ist wirklich so der Zauberschüler. Er ist so der Musterschüler und ruft dann aber die Geister herbei, die er nicht mehr los wird und die ihn in den Abgrund reißen. Sein Interesse für diese ganze Sache, den Zweiten Weltkrieg, die Konzentrationslager und alles, das ist ja eigentlich so der Auslöser, dass er plötzlich im Bus den alten Mann erkennt und
da fängt es an, wirklich alles abwärts zu gehen. Ich sehe es auch wie Dela, dass er vorher wirklich auf dieses Lernen und so konditioniert ist und dass das Lernen oder das Gelernte ihn dann auf einen Pfad führt, der vielleicht nicht so gut für ihn ist. Mhm, genau. Naja, was mir an diesem Buch, also ich muss dazu sagen, ich habe mich fürchterlich über diese Geschichte aufgeregt. Übrigens ist auch das der Grund, warum Christian bzw. Hendrik da in der Sendung mit dabei ist, weil ich gesagt habe, ich brauche für diese Sendung definitiv Verstärkung. aber es ist gut, wenn ich mich über Geschichten aufrege, weil diese paar Seiten, die diese Geschichte hat, haben für mich deutlich, deutlich mehr ausgelöst als die kompletten 400 Seiten Cujo zum Beispiel. Und was ich finde, was dieses Buch so schmerzhaft macht, ist, ich für meinen Teil kann dieses Interesse nachvollziehen, ich für meinen Teil kann auch diese zugrunde liegende, ja, einerseits Interesse für die Grausamkeit der Menschheit und die Potenziale der Menschheit in jeder Hinsicht sehr gut nachvollziehen, weil ich ziemlich genau auch so war. Aber andererseits diese Scheinheiligkeit der Welt drumherum, die dann natürlich völlig als Gegenkontrast dazu steht. Aber weshalb diese Geschichte beim Lesen wirklich, wirklich wehtut, ist, dass dieser Voyeurismus, den Todd betreibt, einem von King selber beim Lesen so aufgezwungen wird. Man kann bei dieser Geschichte nicht weggucken. Und das fand ich einerseits sehr, sehr schmerzhaft an der Geschichte, aber andererseits wirklich, wirklich, wirklich gut, und deswegen ist es meiner Meinung nach eine der besseren Geschichten. Wobei man auch sagen muss, dass King hier tatsächlich keine Effekthascherei betreibt. Richtig. Also ja, gerade die Erinnerung an die Konzentrationslager oder so, da hätte man ja richtig Torture-Porn draus machen können. Und das macht er wirklich gar nicht. Also, naja, eine Szene hat er, wo dieser feuchte Traum, den Todd dann hat, das ist ja schon ein hart an der Grenze, sag ich mal. Ja, aber es hätte viel schlimmer sein natürlich können. Also, er hält sich zurück. Und man kann auch nicht behaupten, dass er jetzt irgendwo hier geschmacklich eine Grenze überschreitet. Ja, das stimmt. Hendrik, wie stehst du denn dazu? Hast du da zu dem gesamten Komplex eine Meinung? Tja. Das mit dem Voyeurismus, ja, gebe ich dir völlig recht. Ich hatte zeitweise wirklich das Bedürfnis, einfach quer zu lesen. Ich glaube, das war es an Meinung erstmal dazu. Okay. Ich fand es nämlich, also ich fand es zeitweise echt, echt hart zu lesen. Genau darum geht es. Einfach, also, weil dieser Junge mir so auf den Zeiger ging und ich so geradezu froh war innerlich, als endlich diese Abwärtsspirale für ihn losging und man gemerkt hat, oh Gott, ja. Er wird endlich seiner Bestimmung gerecht. Richtig, genau das. Und auf der anderen Seite, der alte Mann, der genau weiß, dass sein Ende absehbar ist. Und das klingt jetzt, Wortwahl. der noch einmal in seine gelernte Rolle schlüpfen kann. Mhm. Ich habe diese Szene, wo er diese SS-Uniform geschenkt bekommt und quasi darin schläft, um seine Albträume in den Griff zu kriegen, fand ich eine wichtige Szene einfach für die Entwicklung des alten Mannes. Und ab da fing es für mich an, mehr Spaß zu machen beim Lesen. Ja, und das fand ich nicht nur eine wichtige Szene, sondern das fand ich auch von der ganzen Beschreibung her eine sehr fantastische Szene. Weil er eben am Anfang wirklich er wehrt sich dagegen und er will eigentlich nicht mehr sich mit diesem Zeug da beschäftigen, was er irgendwann mal gemacht hat. Aber andererseits ist es eben der Kern seiner selbst und deswegen auch das Einzige, was bis in sein Unterbewusstsein reinreicht und ihm vielleicht auch deswegen vor den Träumen schützt und so weiter. Also die Szene fand ich fantastisch, auch von der Beschreibung fand ich die genial. Auf jeden Fall. Ist ja auch so ein bisschen der Wendepunkt, wo diese Szene, die eigentlich als demütigend angelegt ist von Todd, aber gleichzeitig den Umschwung bringt, wo dann der Alte wieder zu seiner, sag ich mal, zu seiner alten Form findet. Wenn seine Albträume verschwinden und er merkt, wenn er Tiere umbringt oder Landstreicher umbringt, fühlt er sich gut dadurch, dass eigentlich für ihn so die Kurve nach oben geht.
Ja, und vor allem, das war halt auch wirklich so ein Zauberlehrling-Element, wo er ja dann wirklich so seinen Stechschritt übt und exerziert ein bisschen. Und Todd dann merkt, oh, das entgleitet mir gerade. Das fand ich auch eine sehr fantastische Komponente in der ganzen Geschichte und in der ganzen Szene. Und die Wortwahl, Hendrik, die du gerade getroffen hast, die war halt auch, er schlüpft wieder zurück in seine Rolle. Und das ist in dem Fall wirklich wörtlich zu nehmen, weil ab dem Punkt, wo er eben die Uniform wieder anhat, ist er wieder er. Ja, mit der Wortwahl tanzen wir alle in dieser Folge, glaube ich, ein bisschen. vielleicht sollten wir kurz auf die Geschichte von Kurtus Sander eingehen. Das wird ja im Laufe der Erzählung, wird ja einiges da ja bekannt gegeben. Also die Geschichte beginnt im Jahr 1974 und da ist Dusander, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 76 Jahre alt. Er ist laut der Geschichte 1898 geboren. Man erfährt nicht so viel über seine Karriere im Dritten Reich. Wir wissen nur, dass er ab 1943 in Bergen-Belsen gearbeitet hat, danach in Auschwitz und später war er dann Lagerkommandant in Patin. Und 1945 ist er nach Südamerika abgehauen und da dann über diverse Wege irgendwann nach Amerika gekommen. Hat ein bisschen Geld gemacht, da kommen wir auch noch drauf. Und hat sich dann halt in Florida ein Haus gekauft und hat da versucht, dann in Ruhe zu leben, bis ihn 1974 der Junge dann gefunden hat. Genau. Hätte jetzt gedacht, wir wären in Kalifornien. Laut meiner Liste Florida, Santo Donato. Santo Donato, ja, ich habe das immer irgendwo in Kalifornien verortet. Ich weiß gar nicht, ob das explizit mal erwähnt wird. Ja, auf ob das jeden einfach Fall in meinem Unterbewusstsein so passiert ist, ja. Naja, okay, dann, wie gesagt, es ist immer schwer, über den Charakter zu reden, ohne eben die Vorgeschichte da irgendwie mit zu rechtfertigen oder da mit zu beleuchten. Das ist schlicht unmöglich, glaube ich. Deswegen, wie gesagt, verzeiht uns, liebe Hörerschaft, wenn wir hier um die Wortwahl ein bisschen rumscharwenzeln und es uns wahrscheinlich auch durchaus nicht immer gelingt. Aber wie gesagt, man muss ihn halt als den Charakter beurteilen in dem Moment, den man jetzt vorfindet. Und da ist er nun mal zu einem gewissen Teil Opfer und dann ist er nun mal zu einem gewissen Teil Täter, aber er ist eben beides. Und als solches musst du ihn, glaube ich, auch bewerten und beobachten in der Szenerie. Aber wie standet ihr denn zu dieser ganzen, ich gehe jetzt Landstreicher umbringen, Thematik? Also, dass man das nicht gut finden kann, da sind wir uns, glaube ich, einig, selbst wir. Aber dieses Element als Story-Element da reinzubringen, das war für mich irgendwie befremdlich. Das habe ich in der Storyline von Todd erwartet, sowas. Aber bei Dusander irgendwie nicht. Ach, eigentlich finde ich das gar nicht so verwunderlich, dass ihm dann Katzen und Hunde und so nicht mehr gereicht haben. Dass er dann einfach mehr haben wollte. Naja, Katzen und Hunde zu töten ist ja auch kein so übliches Verhalten. Zumindest nicht im Backofen. Naja, es ist halt eigentlich im Prinzip genau die Umkehrung. Normalerweise wird ja immer gesagt, dass eben so Serientäter und so weiter und so fort eben mit kleinen Lebewesen anfangen, Katzen, Hunden und so weiter und so fort. Delas, genau. Und dann eben zu größeren Dingen übergehen. Aber weshalb ist mich halt bei, also deswegen sage ich, bei Todd, okay, kann ich das verstehen, kann ich das nachvollziehen, wenn er den Weg gegangen wäre. Aber bei Dusander, der ja, und auch hier haben wir wieder ein Wortwahlproblem, von einem viel höheren Level kommt, an Massenvernichtung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gegen seine Dämonen hilft, für ihn, in seiner Wahrnehmung, oder auch nur diese Befriedigung gibt, oder was auch immer, wie man das bezeichnen will, wenn er da erst Katzen und Hunde kaputt macht und dann irgendwann zu Landstreichern geht und so weiter und so fort, aber natürlich alles nie in der Menge und in der Zahl. Das irritiert mich daran, weshalb das in seiner Storyline auch so auftaucht. Ich sehe das als Mordmethadon. Es ist so ein klein bisschen, was hilft, aber es bringt nicht viel. Mhm. Ja, ich wollte es auch gerade mit einer Art Sucht vergleichen, wo er quasi jetzt viele Jahre lang abstinent war und ja, jetzt so langsam wieder auftaucht, um zu hoffen, ach ja, das klein bisschen, das geht ja, das macht mich ja schon nicht wieder süchtig und ach ja, doch,
so ein bisschen mehr geht doch, ja, und so weiter. Wenn er dann doch wieder bei Menschen ist und ja, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn er keinen Herzinfarkt gehabt hätte. Mhm. Ich fand halt die Parallelität darin ganz hübsch, dass Todd die Landstreicher umbringt und eigentlich damit seine Abwärtsspirale beschleunigt. Der alte Mann hingegen die Landstreicher umbringt und damit, na, ich will nicht sagen, eine Aufwärtsspirale irgendwie betritt, aber zumindest seine Dämonen nutzt und denen nicht mehr ausgeliefert ist. Genau. Und Todd macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er Landstreicher eigentlich für unwürdig hält, irgendwie leben zu dürfen. Mehrfach, der lässt sich ja doch mehrfach herablassend darüber aus. Von daher finde ich das bei ihm durchaus eine logische Fortsetzung auf seiner Abwärtsspirale. Ja, bei Todd auf jeden Fall, ja. Dann sollten wir vielleicht ein kleines bisschen mal darüber uns unterhalten, was ihr glaubt, was da bei Todd ja die treibende Kraft dahinter war, dass der eben so austillt, wie er austillt. Und da muss ich sagen, ich habe ein fürchterliches Aggressionsproblem gegenüber der Familie. Wie ging euch das? Ich war richtig wütend beim Lesen. Ich glaube, das war auch die Intention von King. Ich muss sagen, richtig wütend? Nein, überhaupt nicht. Ich fand die Familie sehr, sehr nichtssagend und unfamiliär, aber nicht aufregend. Also aufregend im Sinne von aggressionsfördernd. Gut, okay, dann hast du eine andere Toleranzschwelle als ich, das wissen wir ja. Aber nein, aufregend im Sinne von, es ist halt das übliche Suppen-Nazi-Geschwafel, was sich unter gut bürgerlichen, gut menschlichen Grundverhalten versteckt, aber trotzdem im Prinzip genauso menschenverachtend ist wie jeder, der offen und ehrlich sagt, pass auf, das ist Gruppzeug, das muss weg. Das ging mir so auf den Sack, diese Heuchelei, die da so geleistet wird und dieses Jahr und unser Sohn und ach, aber er ist ja so toll und wir sind ja so stolz auf ihn aber auf der anderen Art eben, wie du schon sagtest, dieses völlige Unpersönliche und dieses keinerlei Willen, sich mit Problemen zu beschäftigen. Gut, wie gesagt, Menschen kennen das, aber nee. Das macht mich aggressiv beim Lesen. Ja, gerade Todds Vater, das ist für mich so ein typischer AfD-Wähler. Das ist ein Schnuller-Nazi. Ja, ein Sub-Nazi, ja. Genau das ja. Ist es. Also die Familie ist die reine Fassade. Das ist eine, finde ich, eine Karikatur dieser amerikanischen Musterfamilie in den Vater ist beruflich erfolgreich, Mutter ist berufstätig, ganz modern, der Sohn ist ein Musterschüler und trägt Zeitungen aus und mäht Rasen. Aber letztlich ist der Vater eher mit seiner Arbeit verheiratet, vögelt seine Sekretärin und bezeichnet seine polnische Schwiegeroma als Polackenweib. Und da tun sich dann auch wieder die Abgründe auf hinter der Fassade. Und der Vater heißt ja nicht umsonst Dick. Ja, oder halt auch alleine so Kommentare zum Mossad und so weiter und so fort, die er sich ja auch nicht verkneifen kann. Aber der Alte hat mich gar nicht mal so schlimm genervt. Aber am allerschlimmsten genervt hat mich die Mutter. Wobei ich Warum? Sich mal an irgendwas festmachen könnte. Aber die hat mich am meisten genervt. Eben wegen ihrem, ja, ich bin so stolz auf meinen Sohn und so weiter und so fort, als hätte sie damit irgendwas zu tun gehabt, zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber gleichzeitig dieses völlige sich davon abzuwenden, dass da irgendwas schiefläuft. Gut, das Abwenden oder das Nicht-Sehen-Wollen machen sie ja letztlich beide. Ja, und die Mutter hat ja eher auch noch Sorgen und kriegt sie dann ausgeredet. Aber die hat ja auch in der einen Nacht, in der dann Todd auch seinen ersten feuchten Traum hat, da hat sie ja ein Gespräch mit dem Vater, weil sie sich Sorgen um ihn macht. Ja, aber sie macht sich ja nicht Sorgen, dass ihr Sohn abkackt in dem Sinne oder dass ihr Sohn irgendwelche Veränderungen macht, sondern sie hat nur Sorge darüber, dass er jetzt nicht mehr die Leistung bringt, die sie von ihm erwartet und sie macht sich nur Sorgen darüber, so sinngemäß, was sollen denn die Nachbarn denken, weil er ja jetzt auf einmal komisch ist und anders ist, aber das Interesse am Sohn ist dahinter nicht, sondern nur am guten Schein. Selbst wenn sie Interesse hätte, kämen sie überhaupt an den Sohn ran? Sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber das hast du halt schon 20 Jahre vorher vergeigt, im Zweifelsfall. Ich denke auch, dass die Mutter überhaupt kein Verhältnis zu ihrem Sohn hat. Die hat ihr Bild vor Augen, wie die Familie aussehen muss. Und scheißegal, wie es wirklich aussieht, das Bild muss nach außen gehalten werden. Richtig. Ja, würde ich unterschreiben, ja. Gut, ansonsten, was mich ebenfalls auch aufgeregt hat, war eben dieser Lehrer.
Auch da haben wir wieder das übliche Problem, die wollen alle gut sein und helfen und tun und bauen nur Scheiße und machen alles nur schlimmer. Auch das kennt man. Das war so für mich dieser klassische Hippie-Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich einfach nur so ein Problem damit habe, weil ich solche Leute kenne, aber ging euch das auch so? Oder fandet ihr, dass eigentlich wieder Lehrer sich verhalten hat, ganz cool? Nein. Nö. Der Lehrer ist eine Katastrophe. Im Film wird der Lehrer von David Schwimmer gespielt aus Friends, der auch so ein Weichei, sag ich mal, spielt. Und ich finde das tatsächlich richtig passend besetzt. Der Lehrer ist so ein, ich kann es gar nicht ausdrücken. Eine Nulpe. Ja, das ist halt der klassische Vertrauenslehrer. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Gestalten hattet, aber ich hatte solche Gestalten haufenweise. Und sie haben mir mein Leben zu jedem Zeitpunkt meiner Schullaufbahn immer mit ihrem, in Anführungsstrichen, guten Willen noch mehr zur Hölle gemacht, als es eh schon war. Also ich habe grundsätzlich mit diesen Leuten ein Problem. Aber bei dem ist das ja nur richtig extrem. Hendrik, du hast ja eine Lehrerin in der Familie und die ist ja auch ganz vernünftig, soweit wir das wissen. Aber ja. Wie hast du ihn gelesen? Wie hast du ihn empfunden? Ja, auch als durchaus nervigen Klischee-Lehrer. Aber auch da wieder das Gleiche wie mit der Familie. Oder genauso wie ich die Familie von dem Jungen da auch wahrgenommen habe. Sehr, sehr eindimensional, nichtssagend und so, dass man nachvollziehen kann, dass der Junge damit nichts zu tun haben will. Ja. Weniger, also dass man wirklich gemerkt hat, dass sowohl die Familie als auch der Lehrer meiner Meinung nach keinen Einfluss auf den Jungen haben können. Mhm. Ja, der Lehrer ist ja wirklich angelegt als Karikatur auf diese Hippie-Lehrer. Er versucht sich bei den Schülern anzubiedern, indem er da diese Cats-Turnschuhe trägt, was vorne und hinten nicht funktioniert. Und eine Szene fand ich auch ganz hübsch, als er Besuch von Lusanda in Gestalt von Todds Großvater bekommt, findet er ihn sympathisch, weil er ihn an Lord Peter Wimsey erinnert. Also eine Romanfigur. Und irgendwie, wenn so ein Beratungslehrer oder Vertrauenslehrer schon seinen Bezugsrahmen so aus der Popkultur holt, dann ist, glaube ich, alles zu spät. Also irgendwie Menschenkenntnis scheint der so nicht zu haben. Ja, naja, na gut. Dann sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, Hendrik, du sagst ja schon, es ist ein bisschen schwierig zu behaupten, ob da überhaupt einer von denen noch jemals an das Kind rangekommen wäre und da hätte was retten können. Aber wo seht ihr denn, spekuliert mal oder würdet ihr spekulieren, was das ausgelöst hat, dass er so ein Psychopath ist, wie er ist? Da traue ich mich nicht zu spekulieren. Keine Ahnung. Also, nee, kann ich Also nicht. Ich vertrete, ganz ehrlich, ich vertrete die These, wenn du in so einem Umfeld aufwächst, mit der bekloppten Mutter und dem Suppen-Nazi-Vater, bringen wir es mal auf den Punkt, und du bist ein halbwegs intelligenter, halbwegs denkender Mensch, und das scheint er ja zu sein, dann hast du, glaube ich, nur die Wahl, früher oder später, entweder du drehst frei, das ist Variante, die er wählt, oder du nimmst dir einen Strick. So, und dann ist halt nur noch die Frage, nimmst du, während du dir selber das Leben nimmst, noch welche mit oder nicht. Also ich ganz ehrlich, ich glaube, der Kerl hatte keine Chance, zu keinem Zeitpunkt. Nee, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass da auch schon ein gutes Stück Veranlagung drinsteckt und nicht nur Prägung. Und ich glaube, die Veranlagung ist da noch höher als die Prägung vielleicht. Aber ja, das weiß ich auch nicht. Aber, ja, ich glaube, die meisten Jungen in dieser Situation, die leben halt einfach ihre Jugend und fertig. Ich glaube auch, dass das Umfeld nur einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Vielleicht wäre es ohne das Aufeinandertreffen mit Curtis Sander auch nie so weit gekommen. Vielleicht hätte er auch ein paar Katzen umgebracht oder sowas, aber ich glaube nicht, dass er am Ende zum Amokläufer geworden wäre, wenn nicht der alte Nazi gewesen wäre. Ja, würde ich auch so sehen. Deshalb sagte ich ja vorhin auch, der alte Mann ist irgendwo so eine Art Katalysator. Ja. Weil
ich kann mir nicht vorstellen oder anders, für mich war es überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man den alten Mann ausblendet, dass Todd so durchdreht. Überhaupt nicht. Weil als normal denkender Mensch, glaube ich, hat man trotzdem ein Stück weit Impulskontrolle. Und dass er seine Selbstkontrolle einfach so aufgibt, wäre ohne den alten Mann nicht drin. Und ja, großes Stück Veranlagung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Veranlagung, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Natürlich sind das nicht nur die Umstände, die da zum Durchballern beitragen. Da stimme ich euch vollkommen zu. Aber was für mich halt wirklich hier der entspringende Punkt ist, ist dieser Wille zur Macht, um es mal mit Nietzsche zu sagen. Dieses Dusander, der einerseits den Schneid und den Stahl in den Knochen hat und diese Macht und die damit einhergehenden Dämonen und die damit einhergehenden Dinge zu akzeptieren oder zumindest damit weiterzumachen und Mechanismen zu entwickeln. Das ist das eine. Aber andererseits ein Todd, der gerne diese Macht hätte, aber gleichzeitig in keiner Form darauf vorbereitet ist, sie zu tragen. Und die Vorbereitung kann er nicht haben von niemandem in dieser Brut. In der Filmversion bekommen wir so einen anderen Ausgang für Todd. Also in dieser Version wird Todd nicht zum Mörder, er bringt also keine Obdachlosen um. Und er wird am Ende auch nicht zum Amokläufer, sondern er wird tatsächlich nicht enttarnt und kann sein Leben ganz normal weiterleben. Das sehe ich tatsächlich auch als mögliche Alternative hierfür. Dass wenn irgendwo so ein kleiner Knick in der Geschichte, hätte alles anders ausgehen können. Sehe ich komplett anders. Da hätte der Knick aber viel früher kommen müssen. Er hat irgendwie den Zeitpunkt verpasst, auszusteigen. Ja. Ja, also das sehe ich genauso wie ihr zwei. Der hat also der Ausstiegspunkt, der war weit verpasst. Ganz einfach, weil ja, wie gesagt, alleine die Tatsache, dass er mit 13 da hingeht und jemanden erpresst, ist eigentlich schon der Zeitpunkt, wo du dir Sorgen machen solltest um dein Kind. Das wäre vielleicht noch der Ausstiegspunkt gewesen, wenn der Alte gesagt hätte, Junge, ich glaube, du spinnst, ich rufe deine Eltern an. Was fällt dir ein, dass du hierher kommst und dir so eine Scheiße erzählst? Ja. Aber wir haben ja schon festgestellt, ab da geht ja alles bergab. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, was ich noch schön fand, dass halt diese Geschichte so völlig mit dem Mythos des Neonazis aus schlechten Verhältnissen aufräumt. Wie gesagt, wir haben hier so einen klassischen Suppen-Nazi-AfD-Haushalt. Das fand ich gerade in Anbetracht der heutigen Situation und politischen Lage durchaus schon wieder ganz hübsch und ganz nett. Aber wenn man diese ganze Entstehungsgeschichte und diese ganze Entwicklung von Todd mal ausblendet, wie steht ihr denn zu der Auflösung von dem Buch? Okay, er musste da Leichen verbasteln und hat dann halt einen Herzinfarkt gekriegt. Gut, kann ich durchgehen lassen, ist okay. Aber dann liegt er im Krankenhaus, Kurtusander, und obwohl er 40 bis 60 Jahre lang vorsichtig war und unter geheimer Identität gelebt hat und so weiter und so fort, legt er sich in das Krankenbett und redet vollkommen offen mit Todd über alles, was passiert ist. Ach, ich denke, das Gespräch, was er da mit Todd führt, das ist auch eins, was der Zimmernachbar nicht mitbekommen hat. Natürlich nicht, aber das trotzdem zu machen, der lag ja trotzdem daneben und hat gepennt. Wenn ich 60 Jahre auf der Flucht war, dann verlasse ich mich doch nicht drauf, dass das Arschloch neben mir im Bett liegt und wirklich schläft. Oder er kennt das sehr gut, oder keine Ahnung, also Ich denke, das kann man als Schreibfehler sehen und nicht als Charakterzug des Kerls. Da gebe ich dir recht, Schreibfehler, aber völlig dämlich. Ich würde es noch nicht mal als Schreibfehler sehen. Ich habe so ein paar Ungereimtheiten an anderer Stelle auch entdeckt, die könnte man sicherlich auflösen, aber dann nicht im Umfang eines Kurzromans. Dann müsste man so einen typischen Stephen King-Wälzer mit 800 Seiten schreiben, um sämtliche Plotlöcher auszuräumen. Aber das wird dann die Prägnanz aus der Geschichte rausnehmen, finde ich. Ich finde es ja eigentlich noch schlimmer als dieses Gespräch. Das Gespräch kann man auch so führen, dass es keiner mitbekommt. Schlimmer finde ich, dass dieser Zufall schon wieder in dieser Geschichte auftaucht.
Und dass der Zimmernachbar halt Morris Heisel ein Konzentrationslager-Überlebender ist, der Dusander natürlich auch kennt. Ja, das sowieso. Ich fand das sowieso sehr, sehr seltsam. Ich hatte den Eindruck, ab dem Punkt, wo der Alte wieder anfängt zu töten, wird er unvorsichtiger von Minute zu Minute. Weshalb mich das nicht gewundert hat, dass er am Krankenbett da auf einmal anfängt zu reden. Das ist ein Argument, ja. Das ist dann wirklich dieses Suchtlevel. Und er wird, ja, okay, das kann ich akzeptieren. Juhu. Oder vielleicht auch so ein gewisser Level von Scheißegalhaltung. Man sagt auch wenn ich 30 Jahre auf der Flucht war, jetzt habe ich wieder getötet, wenn sie mich jetzt erwischen, kommt eh alles raus, ich weiß es nicht. Ja, ein Fatalismus schwingt da schon mit, gebe ich doch schon recht, ja. Und diesen Zufall, dass er jetzt ausgerechnet im selben Krankenhauszimmer liegt wie Morris Heisel, auch den hätte man auflösen können, wenn man 100 Seiten mehr investiert hätte, denke ich. Aber so wird's halt kürzer und man kann sich aufs Wesentliche beschränken. Wie fandet ihr denn generell diese Beschreibung der Gedankenwelt von Heisel? Das fand ich ja auch wieder eine sehr eindrucksvolle Szene, dieses berühmte Lammragout. Ich glaube, das wird sogar im Film auch thematisiert. Ich fand's schon, ja, eindrücklich beschrieben. Ich, ja, nur, dass er diesen Menschen wirklich so lange nicht erkannt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Verdrängung war oder einfach dran liegt, dass er sich in 30 Jahren so sehr verändert hat. Wollte gerade sagen, da sind ja ein paar Flaschen Schnaps und einige Jahre dazwischen, ne? Andererseits hat ihn der Junge auch direkt erkannt, trotz des Altersunterschiedes. Nee, aber da würde ich wirklich auch drauf tippen, dass das so ein Verdrängungsding ist, weil wenn du so deine ganze Familie und so weiter und so fort da so verloren hast und so weiter, ich glaube, da wirst du viel, 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 viel so tief vergraben, dass du da selber gar nicht mehr rankommen willst und kannst, selbst wenn sich's anbietet. Man rechnet ja auch jetzt nicht unbedingt damit. Und ja. Heisel ist ja durch seinen Sturz gelähmt, der guckt erstmal nur an die Decke und wird dann, glaube ich, im Buch erst getriggert, wenn Dusander dann sagt, erzählen Sie alles, lassen Sie nichts aus. Ja. Durch den Satz, den er bei seinen Verhören auch immer angewendet hat. Also vermutlich ist Heisel tatsächlich mal persönlich von Dusander verhört worden. Und diese Episode mit dem Lammragout fand ich einen ganz hübschen Kontrast zu den anderen Gewaltpornos. Ich würde mal sowieso sagen, dass Heisel noch die sympathischste Figur in dem ganzen Buch ist. Ja. Auch jetzt vielleicht nicht 100%, dazu bleibt er natürlich auch zu blass. Er ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, gerade so am Anfang, diese Szene, wenn er aufs Dach steigt und so weiter. Aber es ist wenigstens keiner, gegen den man eine Abneigung sofort hat. Ja, das stimmt. Naja, und dann würde ich sagen, reden wir noch mal kurz über das Ende. Dass Dusander den Weg wählt, den er wählt, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist der logische Schritt, sag ich mal. Weil die eingebaute, im Zahn eingebaute Zian-Colli-Kapsel, die ist er wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren losgeworden. Aber das ist der klassische Ausweg, den ich in der Situation wahrscheinlich auch gewählt hätte. Aber diesen Amoklauf von Todd, eben beginnend bei dem Lehrer, wo ich übrigens mich durchaus gefreut habe, weiterführend zu dem Rest, der da so rumläuft, war das im Bilde, das ihr euch von ihm gemacht habt, oder war das so ein zu unpersönlicher Killing Spree? Das Wort unpersönlich finde ich hier sehr passend. Also ich glaube, dass das Todd so an die Grenze getrieben, in die Enge getrieben, dass er dann anfängt, Leute umzubringen, glaube ich ihm sofort. Und dass er den Lehrer auch als erstes umbringt, habe ich kein Problem mit. Ist für mich realistisch. Aber dass er dann einfach wahllos auf dem Highway auf Leute schießt, ich habe das Gefühl, da hätten vorher noch ein paar andere auf der Liste gestanden. Genau, das ist der Punkt. Er hätte zumindest ideologisch töten müssen innerhalb des Charakters. Genau, seine jüdische Ex-Freundin zum Beispiel oder seine Eltern oder da wären noch einige mehr gewesen, die vorher an der Reihe gewesen wären. Ich hätte jetzt behauptet, für Ideologie ist Todd gar nicht genug Zeit geblieben in seinem Leben. Insofern war es für mich ein logischer Schritt, dass Todd von der Einzeltötungsaktion mit einem Messer, wo du nur ein Opfer quasi vor dir hast, hingeht zu mehrere und auf größere Distanz. Fand ich irgendwo logisch. Unpersönliche Massenvernichtung, ja. Richtig. Ja.
dass das ausgerechnet quasi mit seinem Ende zusammenfällt, fand ich ein bisschen willkürlich. Ja, das gebe ich dir auch recht, ja. Aber der Akt an sich fand ich nachvollziehbar. Okay. Habt ihr noch Szenen, über die ihr an sich reden wollt? Ich habe noch mal eine Frage zum Schluss. Überlebt Todd am Ende oder eher nicht? Mhm. Wobei er ist weiß und in Amerika, die Bullen werden nicht viel machen. Ja, und er wurde ja auch verhaftet, soweit ich mich erinnere. Ja, also ich denke schon, dass er noch lebt. Ja, ja, gut, noch leben. Und ob er dann gegrillt wird, das ist dann zweitens okay, da ziehe ich. Du hast doch gesagt, er ist weiß. Ja, so. Ja, aber ich habe hier den letzten Satz. Der letzte Satz ist halt für mich wirklich mehrdeutig. It was 5 hours later and almost dark before they took him down. Genau das. Das ist in der deutschen Übersetzung auch so, die ich hier habe. Ich glaube, ehe sie ihn da runterholten. Also took him down kann für mich auch alles heißen, genau. Bevor sie ihn da runterholten, glaube ich. Das kann auch mehrdeutig sein. Ja. Als sie ihn dort herunterholten. Also für mich hat sich so gelesen, als hätten sie ihn abgeschossen. Aber für mich auch. Aber anbetrachtlich der Tatsache, dass er weiß ist und ja gutbürgerlich und ja schon von Anfang an mit dem Anwalt gedroht wurde. Und andererseits sitzt er seit 5 Stunden mit einer Winchester irgendwo im Baum. Und dann, glaube ich, wird so ein Polizist auch nicht lange fackeln. Also aus der Geschichte geht es nicht wirklich hervor. Aber für den Charakter von Todd vermute ich eher, dass er sich hat erschießen lassen, anstatt verhaften lassen. Aber aus der Geschichte kann man es nicht wirklich sagen. Aber er hat sich definitiv nicht selber weggeräumt. Da sind wir uns auch einig. Ja, das stimmt. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Ansonsten? Ja, du hattest beim letzten Mal mich auf den Gedanken des King'schen Paralleluniversums gebracht. Ja. Und ich habe auch ein bisschen mir die Frage gestellt, wie es in der Geschichte mit der historischen Korrektheit aussieht. Mhm. Und da sind tatsächlich ein paar Dinge so leicht gegeneinander verschoben. Okay, erzähl. Also bei einigen Figuren, es gibt historische Figuren, die auftauchen. Ilse Koch beispielsweise, Frau des Kommandanten von Buchenwald. Genauso Josef Kramer, der Kommandant des KZ Stutthof war. Es ist die Rede von einem Heinrich Glücks, den habe ich so nicht gefunden. Es gibt einen Richard Glücks, der auch irgendein KZ kommandiert hat, der auch hingerichtet worden ist dafür. Bei der Uniform, oder allgemein, es wird gesagt, Dusander wäre ein Oberleutnant der SS gewesen, auch mit dem deutschen Begriff Oberleutnant. Das wäre nicht richtig. Die SS hatte Eigendienstgrade, die entsprechend wäre Obersturmführer. In der Übersetzung, glaube ich, korrigiert worden. Naja, gut, aber wie viel davon King vielleicht auch historisch und kulturell weiß, ist immer ein bisschen fraglich. Ja, es wird noch ein bisschen. Also die Uniform, die Todd machen lässt, wird beschrieben mit den, sie habe Blitze auf der Mütze, also diese SS-Runen. Tatsächlich wären da Reichsadler und Totenkopf drauf gewesen. Das wird aber erklärt. Dusander regt sich ja auch mehr oder weniger darüber auf, dass das so ein Kostümstück ist. Dass die nicht viel mit der Originalen zu tun hat. Ich dachte, das bezog sich auf die billige Verarbeitung. Sicherlich ich auch, gedacht, aber ich sag mal, das kann ich akzeptieren, dass das kein Fehler ist, sondern... Jemand wie Todd hätte es eigentlich wissen müssen. Richtig. Ja. Aber gut, dann, kommt da als Gehalt eines 13-Jährigen erstmal ran an eine Originale SS. Ja, okay. Wäre gut, beim irgendeinem Kostümschneider wahrscheinlich. So, dann wird gesagt, Dusander habe die Funktion oder den Dienstgrad Unterkommandant gehabt. Den gab es also weder als Dienstgrad in der SS noch irgendwo als Funktionsbezeichnung in der Hierarchie. Und einmal, das finde ich eigentlich den größten Bock, wird die SS-Uniform als Gestapo-Uniform bezeichnet. Und das waren ja nur wirklich zwei ganz verschiedene Organisationen. Ja. Da muss ich wirklich sagen, das würde ich nicht unbedingt als Paralleluniversums-Ding werden, sondern da unterstelle ich King einfach mal Schludrigkeit und kulturelles Unkenntnis. Okay, dann sind wir noch in der Baseball-Saison. Ja. Da wird gesagt, Maurice Heisel habe irgendwie gute Laune, weil seine Atlanta Braves einen Doubleheader gegen Cincinnati gewonnen haben. Und anders als in der letzten Geschichte gab es dieses Ereignis zumindest in den späten 70ern nicht. Okay. Kleine Schludrigkeiten bei der Recherche sind auch im englischen Original, wenn Dusander Deutsch spricht.
Da hat King auch so ein paar der üblichen Fehler drin. Wenn er erzählt. Also sehr lustig fand ich, als er dem Todd das Glas Milch gibt und Todd misstrauisch wird, dass sie vergiftet sein können, sagt er Gruß Gott. Anstatt großer Gott. Ja, er zählt auch irgendwann mal 1, 2, 3. Nach seinem Herzanfall, ne? Genau. Mhm. Und wenn er will, dass Todd verschwindet, sagt er gehen. Gut, merkt wahrscheinlich auch kein Mensch, wenn er nicht gerade Deutsch spricht. Ja. Nein, aber das würde ich wirklich in dem Punkt als Schludrigkeit werden und nicht unbedingt als Paralleluniversum. Ja, gut. Mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die in der Übersetzung vielleicht sinnentstellend sein können. Als Dusander von Andy Dufresne erzählt, sagte er im Deutschen, irgendwie das zeigt, dass alle Männer, die lesen können, Esel sind. Im Original heißt es All men are donkeys who can read. Also alle Menschen sind Esel, die lesen können. Mhm. Und es gibt so ein paar sprachliche Glättungen im späteren Verlauf, wenn es um Todds Mannschaftskollegen oder um seine Freundin da geht. Da wird der Ausdruck Jigaboo als Linkshänder übersetzt. Ist aber eigentlich ein rassistischer Begriff. Und immer heißt es mal, Betty, kannst du ficken für ein paar Dosen Cola, wo es im Original a few lines of coke sind. Fast dasselbe. Fast. Gut. Wenn ihr erstmal zu den Szenen nichts weiter habt, würde ich kurz über die Symboliken und so weiter reden. Tu das. Jo. Gut. Wir haben hier einmal, und das fand ich halt sehr interessant, eben diesen Kontrast, worauf ich schon hingewiesen habe, zwischen Erinnerungskultur, die vielleicht auch gut und wichtig ist, aber gleichzeitig eben dem schmalen Grat, der dann zum Voyeurismus geht. Und das ist das eine, aber andererseits auch die damit verbundene Medienkritik, die eben so gemacht wird. Und da kommt ein schönes Zitat. Es wird dann beschrieben, wie eben in diesen Zeitungen, neben diesen ganzen Berichten und so weiter, bunte Werbung steht und so weiter und so fort, unter anderem auch für diverse Devotionalien und so weiter. Und da wird dann der schöne Satz gesagt, ich will genau wissen, was an jenen Orten geschehen ist. Und ich will wissen, worin mehr Wahrheit liegt. Im Text oder in den Anzeigen daneben. Das fand ich als Medienkritik einen sehr eindrucksvollen Satz. Gut, ansonsten, wir haben hier natürlich wieder die klassische Wolfs im Schafpelz-Thematik und so weiter und so fort. Aber, und das fand ich auch ganz nett, was hier halt wieder thematisiert wird, ist auch dieses Vietnam-Trauma, das eben diese Generation der Amerikaner wieder hat. Denn hier wird dann Dusander eben das Wort gegeben, der sich dann darauf aufregt, ja, wir sind für euch die Faschisten, aber guckt mal an, was eure Regierung hier macht. Eure Wehrdienstverweigerer werden als Feiglinge abgestempelt und so weiter und so fort. Und diejenigen, die hier Kriegsverbrechen begehen, die kriegen noch Orden und so weiter. Und die Vernünftigen werden an der Straße angespuckt. Das fand ich auch wieder ein ganz hübsches Element, das wir ja bei King mit Vietnam durchaus häufiger haben. Ja, genau. Ich sehe es allgemein als Kritik der ganzen amerikanischen Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft schon so durch ist, dass sie von so einem Alt-Nazi Kritik sich anhören muss, die tatsächlich auch noch berechtigt ist, dann ist auch nicht mehr viel zu retten. Genau. Na, und halt auch diese Kritik an diesem ganzen amerikanischen Konzept von Familie und so weiter und so fort, von dieser Heuchelei und was sollen denn die Nachbarn denken und es geht nur darum, dass es nach außen hin schön aussieht, der Rest, wir graben einfach mal nicht tiefer und gucken mal nicht genau hin, das ist natürlich auch hier eine sehr deutliche Sache. Was allerdings weniger deutlich ist, und da will ich jetzt von euch eine Meinung haben, was um alles in der Welt hat diese Kurzgeschichte mit Sommer zu tun? Ich hätte so eine Idee. Sprich. Also, im Original heißt es Summer of Corruption. Also Sommer der, soll man sagen, Verderbnis, Verderbtheit. Und spielt natürlich einerseits an auf den Summer of Love. Also auf die Ideale der Hippies, die 10 Jahre später ziemlich tot sind. Und spielt auch noch an auf ein Zitat von Shakespeare aus Richard III., wo in der Anfangsszene vom Winter unseres Missvergnügens die Rede ist. Mhm. Das sehe ich auch so.
Wir hatten es ja bei der letzten Geschichte schon, die hatte auch sonst nicht allzu viel mit Frühling zu tun, sondern mehr so im übertragenen Sinne durch den Untertitel. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten zwei Geschichten auch ziemlich ähnlich so sein. Okay. Ist euch sonst noch wegen der Symbolik irgendwas aufgefallen, eingefallen? Wir können noch ein bisschen über die Namen reden gleich, aber. Ja. Aspar, du hattest auch noch was. Ja, nur ein Thema, das wir bei Kinge oft haben, sind die Kinder, die so als Kämpfer für das Gute dastehen. Und das wird ja hier wirklich auch korrumpiert. Also hier haben wir die Kinderfigur ja wirklich als Bösewicht mit in der Geschichte. Und das ist für King ziemlich ungewöhnlich. Und wir haben wie immer den obligatorischen Lehrer, der ein Depp ist. Diesmal säuft er wenigstens nicht. Okay, Jan, du hattest eine Idee. Ich habe mich ein bisschen mit den Namen beschäftigt und versucht, auch hier Symboliken zu finden. Was wir nicht haben, was mir nicht aufgefallen ist, wäre irgendwelche Anspielungen auf die 19. Ich weiß nicht, ob ihr da was gefunden habt. Ja, habe ich. Oh. Und zwar, Moment, das machen wir bei den Querverweisen. Na gut. Machen wir gleich? Okay. Nee, dann mit den Namen. Ich habe mir erstmal gefragt, ob der Name Dusander irgendwie geläufig ist. Das scheint nicht so zu sein. Also es gibt in Deutschland keinen, der Dusander heißt. Es könnte holpriges Niederländisch sein, Dusander, also ein anderer. Aber sehe ich jetzt auch keinen Zusammenhang. Was ich allerdings bei der Recherche gefunden habe, ist ganz lustig. Es gibt eine Briefkastenfirma in Panama, die Dusander Finance Limited, vermutlich dann nach der Figur benannt. Und ich will nicht wissen, was für Gelder da gewaschen werden. Aber zumindest diese Firma wissen wir ist ja schon mal, wer sie wäscht. Diese Firma ist übrigens beteiligt an einer Dela Fold Finance Aktiengesellschaft. Ernsthaft? Ja. So, ja, zu Dusander gibt es noch irgendwo einen Paul Henright, ein Mr. Henright, der erwähnt wird, den Namen gibt es auch nicht. Ja, zu Todd. Man wird ja mit dem Holzhammer drauf gestoßen, dass Dusander ihn nie mit seinem Vornamen anspricht. Was natürlich sein kann, dass es ihn an Tod erinnert. Andererseits würde ich jetzt von so einem SS-Offizier erwarten, dass er mit Tod keine gesteigerten Probleme hat. Sondern vielleicht eher, um eine Hierarchie zu entwickeln oder zu etablieren, um sich da nicht völlig demütigen zu lassen. Todd soll im Englischen konnotiert sein, also es gibt so ein Getränk Toddy, was so ein Grog oder so ein Punsch ist. Es gab aber auch in den 60ern so eine Art Kakaogetränk, was Toddy hieß. Also eher mit was Süßem oder Angenehmem konnotiert und wandelt sich dann im Laufe der Geschichte zum Tod. Und es gab übrigens auch eine Organisation Tod, aber die wird anders geschrieben. Das mit war TH, eine, ne? Ja. Bitte? TOTH, ne? TODT. DDT, okay. Ja, die das war die Bautruppe von SS und so weiter und so fort. Paramilitärer. Ach, stimmt. Ja. Ja, Denker natürlich, der deutsche Denker. Boden soll, ja, halt auch lautgleich mit dem deutschen Wort Boden. Und Todds Vater, Dick, als einfältige Person hatten wir schon genannt. Ich habe noch eine andere Anspielung. Ich weiß nicht, ob das hier hingehört. Todd zitiert gegenüber Heisel den Dichter John Donne. Der hat ein bekanntes Gedicht geschrieben, bei dem die erste und die letzte Zeile eigentlich die bekanntesten sind. Die erste Zeile ist »Kein Mensch ist eine Insel«. Und die letzte Zeile ist »Verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst.« Ja. Und da ist eigentlich auch schon klar, wie das Ganze ausgeht. Okay. Und Todd behauptet, ihm Bücher vorgelesen zu haben, nämlich Robinson Crusoe und Tom Jones. Und hier sehe ich auch ein paar Parallelen, wie es hätte sein können. Also Robinson Crusoe, ein gestrandeter Mann, der Jahrzehnte in Einsamkeit und Abgeschlossenheit lebt. Und Tom Jones, ein Findelkind, das zum attraktiven und begehrten jungen Mann heranwächst. Also da sehe ich auch Parallelen zu den beiden Hauptpersonen, wie sie hätten sein können oder sein sollen. Mhm.
Genau, das denke ich auch, dass das kein Zufall ist. Mhm. Und der Name des Landstreichers ist Hap. Und das ist so gleichbedeutend mit Zufall. Er ist ja quasi der Zufallsfund, der letztlich zur Aufklärung beiträgt. Mhm. Okay. Gut, Querverweise, da hattest du auch noch was gehabt, Jan? Muss ich mal eben gucken, Querverweise, bei der Symbolik jetzt nicht. Ich habe ein paar gefunden, ja. Mhm. Zum einen natürlich lebt Dussander von Dividenden, die er bei Andy Dufresne gekauft hat, wo auch gesagt wird, der sitzt im Knast, weil er seine Frau ermordet hat. Und noch einen zweiten Querverweis auf Shawshank habe ich gefunden, weil Todd an einer Stelle überlegt, dass Dussander sein Geständnis niedergeschrieben und in einem Bankschließfach deponiert und den Schlüssel unter einem Stein an einer Friedhofsmauer versteckt haben könnte. Mhm. Okay, Flo, du hattest was mit dem Mason? Genau. Der Lehrer Edward French übernachtet in einem Zimmer 217, also 2 und 17. Und das ist übrigens dasselbe Zimmer, in dem die Familie Torrance im Overlook Hotel auch übernachtet hat. Du hattest ja auch schon erwähnt, Lord Peter Wimsey. Ja. Der wird auch in dem Roman Sarah erwähnt. Ah ja. Zu Peter Wimsey habe ich auch noch was Interessantes. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr wusstet, wer das ist. Ich musste nachschlagen. Also ist eine Romanfigur von Dorothy Sayers aus den 20er, 30er Jahren. So ein Gentleman-Detektiv. Sein zweiter Vorname ist Death. Das ist hübsch. Es ist wohl so ein Running Gag in den Büchern, wie dieser Name jetzt ausgesprochen wird, ob der Death oder Diff ausgesprochen wird, aber das würde ich jetzt auch nicht unter Zufall abhaken. Mhm. Dann gibt es noch weitere Verknüpfungen, zum Beispiel zu Erdbeerfrühling, eine Geschichte, die wir alle nicht so gemocht haben. Denker listet nämlich irgendwann in so einer Erzählung die größten Mörder der Geschichte auf und unter anderem auch den Springheel Jack. Mhm. Wobei wir uns ja darüber schon unterhalten haben, dass der Springheel Jack jetzt nicht unbedingt nur zum Erdbeerfrühling gehört, sondern so seit viktorianischen Zeiten kulturelles Erbe ist im angloamerikanischen Raum. Genau. Dann hätte ich außerdem noch eine Verbindung zu Shining. Übrigens, Moment, ganz kurz, ja? An dieser Stelle eine Empfehlung zum Springheel Jack. Die habe ich, glaube ich, zwar damals schon verlinkt, aber da gibt es eine sehr schöne Hoaxilla-Folge dazu. Die können wir wieder dranhängen. Die ist wirklich sehr schön, ja. Noch eine Verbindung zu Shining. In Shining schreibt Jack Torrance ein Theaterstück, das er nie fertigstellt, Die kleine Schule. Und dort ist der Name des sadistischen Schuldirektors Denker. Ach was. Ich habe auch noch einen Querverweis zu diversen King-Werken. In Dussanders fiktiver Lebensgeschichte sagt er, dass ihm nach seiner Gefangennahme ein Private Hackermeier Schokolade geschenkt habe. Und der Name taucht wohl auch in anderen King-Werken auf. Mhm. Gut. Habt ihr noch was, Jonas, Hendrik? Ich hab nicht. Nö. Ich habe noch zwei Verweise auf Werke, die nicht von King sind. Mhm. Zum einen, Morris Heisel erwähnt mal irgendwann die Geschichte von der Affenpfote. Ja. Da gibt es eine Figur Mr. Morris. Die Affenpfote wird übrigens dann wieder in Friedhof der Kuscheltiere referenziert. Ah ja. Und Dussander hat, als er die Tabletten nimmt, Angst beim Sterben, ewige Albträume zu kriegen. Und das findet sich auch in Hamlets Sein oder Nicht-Sein-Monolog wieder. Mhm. Okay, dann muss ich euch wie immer fragen, habt ihr denn Zitate zu diesem Buch? Hendrik? Ich blätter gerade, Moment. Okay. Dann kann ich schon mal sagen, dass ich keine habe. Wie immer. Ich hatte welche. Ich habe sie mit dem Handy fotografiert beim Lesen. Ich finde sie nicht mehr. Ihr nehmt das ja alles überhaupt nicht ernst. Ich habe tatsächlich ein einziges. Okay. Als Steller als Todds Vater von seinem Vater erzählt, aber nach seinem Schlaganfall habe er keine Angst mehr gehabt. Er sagte, jetzt glaube er, gut sterben zu können. Meinst du glücklich sterben, Dad? Fragte ich. Nein, sagte er, niemand stirbt glücklich, Dicky. Mhm. Hendrik? Ja, ich hab's gefunden.
Und zwar sagt Dusander irgendwann zu Todd, du hast mich dazu gezwungen, Grüfte aufzureißen, die besser verschlossen geblieben wären. Denn ich habe entdeckt, dass einige der Leichen lebendig begraben wurden und dass einige von ihnen immer noch atmen. Mhm. Ja, ich glaube, das beschreibt Denker sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei sehr schöne gefunden. Sein Ausgehgesicht hing im Schrank bei seinem Regenschirm und seinem Schlapphut. Und als zweites, morgens fühlte er sich immer besonders nackt. Denn dann war die Trennwand zwischen dem, was er war, und dem, was er sein könnte, besonders dünn. Und das ist so ein Gefühl, mit dem ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Gut, gibt's denn zu dieser Kurzgeschichte Verwertungen? Da haben wir ja schon so angedeutet, dass es einen Film gibt. Erzählt mal ein bisschen. Also es gibt Hörbücher auf Deutsch und Englisch. Das schon mal vorweg. Und dann gibt es eine Filmversion von 1987 in der Hauptrolle Ricky Schroeder. Die wurde nach 10 Wochen des Drehens abgebrochen. 40 Minuten sind etwa komplettiert und ich weiß nicht, ob die jemals schon jemand gesehen hat. Die gibt es also nicht. Ist halt überhaupt irgendwas von mal öffentlich geworden? Ich habe nichts gefunden. Ich habe ein bisschen geguckt, aber keine Ahnung. Vielleicht wäre sie besser gewesen als die Version von 98. Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe gelesen, dass es aus Finanzierungsproblemen, wegen Finanzierungsproblemen unterbrochen wurde und als sie das Geld zusammen haben, war Ricky Schröder schon zu alt, um noch weiterspielen zu können. Nach dem, was ich da gehört habe, hat das auch einige Jahre gedauert, bis die da das tatsächlich dann alles wieder so weit hatten, dass es weiter hätte gehen können. Aber 1998 ging es dann weiter. Da hat Bryan Singer den Film gedreht. Er ist bekannt dafür, dass er ein Riesenflop war. Ungefähr so viel eingespielt wie Der Rasenmähermann 2. Ja. Und er ist wahrscheinlich bekannter für die Gerichtsverfahren, die darum liefen. Denn der Regisseur und auch einige Crewmitglieder hatten da Verfahren wegen sexueller Belästigung. Da waren nämlich einige minderjährige Darsteller, die für eine Duschszene komplett nackt ausgezogen wurden, obwohl das für den Film überhaupt keine Bedeutung hatte. Und so ein paar andere Zwischenfälle. Also der Film ist eher berüchtigt als berühmt. Nett. Ja. Und also ich glaube, man kann beide Versionen vergessen. Und er hat natürlich auch durchaus Abweichungen. Also ich glaube, beim Film ist das nicht so, dass er sich irgendwie Sauerstoff dann in die Venen über sein Tropf oder irgendwie was da so rein pustet? Ja, er bläst sich Sauerstoff in die Venen und bringt sich damit um. Und wie ja vorhin schon gesagt, also Todd tötet niemanden. Weder Obdachlose, noch seinen Lehrer, noch einen Amoklauf, sondern er lebt dann glücklich und zufrieden bis an sein Ende. Okay. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe einige Szenen und Ausschnitte gesehen. Ich finde Dusander jetzt mit Ian McKellen auch nicht unbedingt optimal besetzt. Ja, ich mag McKellen sehr, er ist ein guter Schauspieler, aber das ist, glaube ich, nicht seine beste Rolle, bei weitem nicht. Also ich weiß nicht, wen ich daran gesetzt hätte, vielleicht Christopher Walken oder so. Oder, ja gut, Laurence Olivier, ein Marathonmann, der ist jetzt schon länger tot, aber der war natürlich, als Alt-Nazi ist der so der Goldstandard. Ja, heutzutage wäre es mit Christoph Waltz bitte besetzt, aber okay. Christoph Waltz, gut, der ist ja auch schon auf Nazis abonniert. Ja. Okay, ja, ansonsten Hörbücher gibt es, wie gesagt, und wir haben ja schon erwähnt, dass diese Ausgabe von Frühling, Sommer, Herbst und Tod in mehrere Ausgaben gesplittet ist. Also es gibt auch Frühling, Sommer und in dem zweiten Band dann die anderen Geschichten, aber generell sind das die Hauptverwertungen. Ne? Hat jemand das Hörbuch gehört? Ja habe ich. Wird ja gelesen von Oliver Rohrbeck und Till Schuld. Hast du da irgendwie ein Muster erkannt, nachdem die sich abwechseln? Je nach Szene würde ich sagen. Also nicht direkt ein Muster. Ich nehme mich auch nicht. Aber es kommt vielleicht ein bisschen auf die Stimmung drauf an, die herrschen soll. Ich habe mich auf jeden Fall erstmal gewundert, als nicht mehr Oliver Rohrbeck gelesen hat, weil ich dachte, ja gut, der liest das halt durch. Ja, der hatte eigentlich so das erste Drittel, glaube ich, fast für sich alleine. Genau. Ich dachte erst dann, dass dann, wenn wir mehr auf Denker und seine Gedankenwelt eingehen, das dann wechselt, aber das passt irgendwie auch nicht so ganz.
Ja, also auf Perspektivwechsel habe ich geachtet, das stimmt nicht. Also kann natürlich sein, dass wenn die Stimmung hinterher düsterer wird, dass dann eher die Stimme von Till Schuld besser dazu passt. Das halte ich für plausibel. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertung zu bitten. Und bevor ich das mache, Hendrik, wie sieht's bei dir aus? Wie viel King-Erfahrung hast du so generell? Das war, glaube ich, mein erster King. Echt? Okay, cool. Ja. Und wie stehst du denn zu deinem Erstlingswerk? Also es ist ein bisschen wie das erste Mal Sushi. Das ist ein guter Vergleich. Die ersten Minuten waren echt gruselig. Aber je länger man dabei war, umso besser wurde es. Wie gesagt, ne, wenn diese Opferrolle des alten Mannes aufhört, fand ich es dann ein bisschen spannender. Aber ich glaube, ich würde wieder lesen. Okay. Und auf einer Skala von 0 bis 19, wie viel würdest du geben? 19 ist das Beste? Eine 11. Okay. Jan? Also was mich fasziniert hat, einerseits dieses kammerspielartige Setting mit den zwei Hauptfiguren, die sich gegenseitig letztlich runterziehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie würde man sowas beispielsweise fürs Theater umschreiben können, für wirklich für ein Zwei-Personen-Stück. Und ich fand es unglaublich gut. Ich fand also gut wirklich diese Gesellschaftskritik, die sich eigentlich durch jede Figur zieht. Und ich fand gut diese gegenseitige Beeinflussung, wie sich Todd und Dussander in so einer Art Todesspirale in den Abgrund ziehen gegenseitig. Wir haben klar gemacht, es gibt kleinere Schwächen und unglaubliche Zufälle, die man mit ein bisschen mehr Schreibaufwand hätte auflösen können. Finde ich aber nicht schlimm, finde ich heilbar. Und letztlich eine Geschichte, die mich ziemlich lange beschäftigt hat. Und ich gebe eine 18. Hey, sehr schön. Okay, Jonas? Ja, ich fand das Buch ehrlich gesagt nicht schlecht. Es hat mir ja Spaß gemacht, die Charakterentwicklung von den beiden. Die fand ich, auch wenn sie vielleicht ein bisschen vorhersehbar war, trotzdem gut dargestellt, gut geschrieben. Und ja, also ich fand's schon ein Stück besser noch als die Verurteilten. Deswegen gebe ich 16 Punkte. Okay. Flo? Ich tue mir bei dieser Geschichte echt schwer. Es ist, glaube ich, eine der besten Bachmann-Geschichten, ohne eine Bachmann-Geschichte zu sein. Yep. Aber sie hat halt auch doch einige Fehler. Also gerade diese Häufung von Zufällen hat mich dann doch gestört. Keine sympathische Figur drin. Besser als die Verurteilten würde ich nicht sagen, aber viel schlechter ist es definitiv auch nicht. Ich habe da 16 Punkte gegeben, diesmal gebe ich 15. Okay. Ja, diesmal sind wir uns ja sogar halbwegs einig alle zusammen. Denn bei mir war es so, wie gesagt, ich habe mich über diese Geschichte fürchterlich aufgeregt. Ich wurde mit jeder Zeile wütender und fand alle mit jeder Zeile mehr doof. Und was mir aber an dieser Geschichte so imponiert ist, sie tut weh beim Lesen. Und das im guten Sinne, weil du dich genau mit diesen Dingen beschäftigst. Und ich glaube, in dem Punkt hat er wirklich seine Mission erfüllt. Nicht unbedingt, dass man Dinge verstehen kann. Davon sind wir weit weg. Aber man beschäftigt sich mit Dingen. Und indem man sich darüber aufregt, löst es ja trotzdem Gefühle aus. Löst es einen Denkprozess aus und so weiter und so fort. Und das habe ich bei ganz, ganz wenigen King-Büchern. Natürlich hat die Geschichte trotzdem ihre Schwächen. Wie gesagt, da haben wir ja schon drüber geredet. Aber alleine wegen dieses Elements, dass die doch irgendwo eine Seite in mir berührt, die sonst King-Geschichten eher nicht treffen, gebe ich 18 Punkte. Ich habe gerade nachgeschaut und ich bin überrascht. Diese Geschichte hier ist die am drittbesten bewertetste in der Geschichte von König, Bube, Dame, Gast bis jetzt. Yay! Hätte ich nicht mitgerechnet. Ah, doch, da bin mit ich Recht, damit ausgegangen. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, müssten wir es eigentlich haben, oder? Ich denke schon. Und dann können wir uns auf die nächste Sendung freuen, wenn wir die Geschichte von Schmalzarsch Hogan besprechen. Und anderes. Ah, es wird episch. Ich bin ziemlich sicher, es wird ganz toll. Genau, in der Sendung werden wir dann auch wieder den Jan zu Gast haben. Auch für die nächsten zwei Sendungen wird er noch dabei sein. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann sehen, wenn die Sendungen live gehen. In dem Sinne, dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken. Jan, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Jonas, ich danke dir wie immer auch. Es hat Spaß gemacht. Flo, dir danke ich natürlich auch, vor allem, weil du mir diesmal erstaunlich wenig widersprochen hast. Ich danke dir, dass ich dir so wenig widersprechen musste, Dela. Und ich danke dir, lieber Hendrik bzw. Christian, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und deinen ersten King gelesen hast unter unserer Obhut. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Sehr gerne, es hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, nochmal mitzumachen, du weißt, wie du uns findest und du wärst uns sehr gerne willkommen. Vielleicht. Gut, wenn ihr anderen Lust habt mitzumachen, das könnt ihr jederzeit tun. Ihr findet unsere Leseliste wie immer verlinkt. Da könnt ihr gucken, welche Sendungen noch frei sind, was noch nicht durchgestrichen ist, hat noch überhaupt keinen Gast. Und wenn schon was durchgestrichen ist, was ihr gerne mit versenden wollen würdet, dann schreibt uns einfach an. Wir würden euch dann entsprechend mit in den Sendungsplan integrieren. Ihr braucht gar nichts Großartiges, ihr braucht nur Teamspeak oder Skype, bestenfalls Teamspeak, und irgendwas zum Reinreden. Ihr braucht außerdem ja einfach nur ein bisschen gute Laune und eine halbwegs vernünftige Internetverbindung. Ihr müsst nicht mal wach sein, wir sind selber nie wach, wenn wir podcasten. Und was? Wenn ihr die Bücher braucht, dann sagt uns einfach Bescheid, die können wir euch im Notfall auch zur Verfügung stellen. Flo? Entschuldigung, ich war eingeschlafen. Und ihr habt den großen Vorteil gegenüber der Stammbelegschaft, ihr könnt euch die Bücher aussuchen als Gast. Das ist richtig, wir müssen uns durch die Scheiße quälen. Aber wie gesagt, ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn ihr mit uns mitlabert und mitredet, weil jeder Gast bringt so eine eigene kleine Dimension in die Besprechung rein, die auch sehr oft eben eine sehr schöne Blickwinkel eröffnet und neue Perspektive. Gut, in dem Sinne, meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt. Wir würden uns freuen. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Und ja, genießt den restlichen Monat. Wir hören uns ja irgendwann im Juni wieder, weil ich jetzt erstmal im Urlaub bin. Und eventuell wird es danach erstmal eine kleine Sommerpause geben. Aber da haben wir uns eventuell schon was überlegt, wie wir das euch ein kleines bisschen verkürzen. Aber auf jeden Fall die Sammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod, die werden wir auf jeden Fall noch zu Ende bringen vor der Sommerpause. Und danach werden wir euch ins Vertrauen ziehen, wenn es soweit ist. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Mitmachen. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.